Wollen wir aber das hier angucken, Chat? Ich war in Japan, habt ihr sicherlich mitbekommen durch die YouTube-Videos und da war ich sehr, sehr viel. Emil macht pro 200k 5 Euro für Clip. Bro, aber ich weiß nicht, ob da jemand mitmachen möchte. Ich gebe es ja mal. Also kann sein, manche Clips könnten sogar 200.000 von mir machen, sage ich ehrlich. Aber doch, weil es gibt so einen Clip-Kanal, der läuft sogar voll gut. Ey, der leitet manchmal Sachen von mir hoch. Die haben manchmal echt gut Clips, aber keine Ahnung. Das ist halt auch echt wenig mehr für 200k, glaube ich, 5 Euro. Aber das Ding ist, ich check nicht, wenn du so einen Clip von mir 200k selbst hittet, das bringt gar nicht so, so viel, denke ich immer. Also ich weiß nicht, ob so viele Leute dann trotzdem auf Twitch rüberkommen. Viel shoppen und habe mir einige Dinge gekauft. Will das Video aber gucken, Chat. Das ist ein latest Pickup-Video. Also ich zeige euch alles, was ich in Japan geholt habe. Auch ein bisschen. Ah, und ich habe Sachen für Kochstreams bestellt. Also die kommen Mittwoch an. Was ist heute Montag? Ja, die kommen die Tage an. Auch von den Jungs, was die sich geholt haben. Ich würde Aber ich glaube, die Herdplatte braucht ein bisschen. Wir müssen halt auf die Herdplatte warten. sagen, wir labern auch nicht so viel drumherum, sondern starten auch direkt mit den Pieces. Wir fangen an, Piece Numero Uno. So, wir fangen an. Numero Uno. Das hier, meine lieben Freunde. Habe ich mir geholt bei Supreme. Ich habe das gesehen und normalerweise. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Kanye West Piece, was er mal anhat. Ich finde, das hier ist okay. Also würde ich nicht, glaube ich, tragen. Hätte ich es zu Hause, würde ich es tragen, aber ich würde es mir jetzt nicht kaufen. Ich habe eigentlich nicht so viele Sachen von Aber es ist nicht so Supreme, außer schlecht. Boxershorts. Aber das fand ich fresh, das sah cool aus. Hier hinten haben wir nochmal so eine 14 drauf. Das Ding hat mich ungefähr gekostet 150 Euro. Ja, stimmt auch, ne? Oder RP ist gestorben, bevor du angepottet wurdest. GTRP, ja. Euro. Das erinnert mich ernst so an diese Prince of Bel-Air mäßige. Wo ist Ja, ich check seinen Call. Irgend so ein TikTok guck ich davon noch. Ja, ich versuche mal Clips hochzuladen, ey. Chat, falls ihr öfters im Stream drin ein seid. Ja, das habe ich auch gesehen, das habe ich auch gesehen. Vollidiot versucht sein. Das fand ich voll lustig, das Video. Wenn man versucht, wie ein Vollidiot versucht, seine Mango zu schneiden. Ich Mango, 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 Mango. Ja, ich weiß nicht. Smith. Ich weiß nicht, ob er da sowas getragen hat, aber das erinnert mich ein bisschen daran. Generell, wenn ich shoppen gehe, ich gehe nicht nach Marken, ich gehe nicht nach keine Ahnung was, ich gehe rein und gucke mir die Pieces an und wenn ich es cool finde, kaufe ich es. Wenn ich es nicht cool finde, kaufe ich es nicht. Und ich finde das Ding halt cool wegen dieser Crop. Bro, bei mir ist so, ich gucke mir die Pieces an, denke mir, okay, die sind cool, aber meistens sind halt die Sachen mit Marken cool. Muss man ehrlich sein, manchmal ja, natürlich. Und das Ding mit den Marken, die findest du leichter fake. Weil meistens gucke ich mir Pieces an, denke mir, die sind cool und kaufe die dann fake nach. Also so kaufe ich meine Pieces. Ableiste hier oben, dieser Kragen. Das passt schon. Numero 2. OBJ. Supreme Boxer Shorts. Ich trage nur Supreme Boxer Shorts, weil die so lang sind. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Du kannst damit auch Sport machen und so. Das ist perfekt für alles. Ja, gibt's nicht viel zu sagen. Aber ich check den Call mit langen Unterhosen. Manchmal, die sind echt sehr clean. Einfach Supreme Boxer Shorts. Ich drehe bald so eine Tour-Chat, also was heißt Tour, Digga? So eine Klamottentour bei mir, so, was ich in meinem Kleiderschrank und so habe, weil voll oft fragen Leute und so. Wie man schon Ich weiß, ich bin jetzt nicht dieser Fashion Goat, aber voll oft interessiert das Leute. sieht, Agnes Studios. Hier haben wir eine Jeans einfach, aber keine klassische Jeans. Eine Light Washed Baggy Jeans. 590 hat die Hose gekostet, das schon. Digga, ich kriege seinen Bug, das ist so ein Ding, check die, das ist keine 590 Euro wert. Also das ist behindert keine 590 wert, Bro. Das ist so eine normale Jeans und die sieht so, die sieht bequem aus, aber das ist jetzt, man merkt, die ist so ein dünner Blabla und die hat so ein paar Jacks-Flecken drauf, Bruder. Dafür zahle ich doch keine 600 Euro. Dafür, dass mir jemand auf die Hose gejackst hat. Und sehr, sehr teuer. Boah. Costa Quanta, sehr teuer, aber es ist auch wahrscheinlich eine Hose, die ich sehr, sehr oft tragen werde. An mein Bro, also guck mal, ich finde die nicht mal hässlich, aber 600 für eine angejackte Hose ist ehrlich crazy. lieben Freunde da draußen, kauft euch nicht so teure Kleidung. Oh, danke, Bellat. Danke für den Raid. Kuss. Ey, Bellat, falls du drin bist, ne? Dieses Oil-Up-Video ist richtig abgegangen, Bro. Ich musste aber ein paar Kommentare löschen wegen der einen Char, ja. Also, die haben mich nicht angeschrieben, aber Bro, die waren echt gemein, die Kommentare. Seid nicht so gemein, Chat. Klamotten, kauft euch lieber so ein, keine Ahnung. Kauft euch lieber was Danke für ihr. für Der Fit ist wirklich sehr, sehr krass. Deswegen habe ich mir die Hose auch geholt. Ich feiere sowieso so komplett klassische den Raid. Ja, danke, Bernhard, wirklich. Du bist der Goat, Bernhard. Danke für den Raid, Bernhard. Du bist der beste Bernhard. Jeans so an sich. Eigentlich nicht so, obwohl ich auch eine gekauft habe. Aber FimiTube. Ja, Bro, alle sagen, ich habe mich voll verändert, ey. Ich habe Tana seit 8 Monaten nicht gesehen. Ich habe Tana verkauft, Bro. Verstehst du, für den Fame. Die hat so was Eigenes. Nächste Piece. Wir machen weiter. Also, es ist so eine upcoming Brand aus Japan. Project GR heißt das ganze Ding hier. Und wie man sieht, das ist eine sehr, sehr besondere Hose, weil das hat so, das sieht halt aus, als würde man die Hose stacken, so, so.
Ah, mit so, okay. Triple Hose, mäßig. Ist nicht für jedermann was. Ich weiß, werden auch wahrscheinlich viele Leute sagen, ey, was holst du dir? Ich finde die okay. Die ist jetzt nicht so krass, aber guck mal, er wird jetzt wieder den Preis nennen, irgendwie paar Hunderte und dann lohnt sich's wieder nicht. Ich find's cool, deswegen trage ich's auch. 330 Euro hat die gekostet. Ja, war wieder klar. Check dir das, check ich nicht. Diese Brands, so Bro, die machen so. Ich check nicht. Ihr hatet unser Öl, okay, es kostet 10er, Bro. Die machen Hosen, die angejackt sind, die wirklich, Bruder, die sind nicht so teuer in der Produktion. Für 600, checkt ihr? Kostet auch sehr, sehr teuer. Bei Klamotten ist immer so ein Ding, man sagt dann immer ja für den Namen und so, aber Bro, unser Öl hat auch einen Namen. Generell, die Sachen heute werden wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein. So viel Geld, wie ich in Japan. Ich habe irgendwas zwischen den Zehen. Japan ausgegeben habe, aber das ist ja auch immer so ein Special für mich. Das letzte Mal shoppen war ich in Los Angeles und ich dachte mir, okay, wenn ich einmal in Japan bin, dann muss ich auch. Kauft Öl, keine Klamotten. Nein, guck mal, kauft günstiges, günstige Klamotten, damit ihr teures Öl kaufen könnt. Bisschen was shoppen und da ist. Ja, Bro, ich hab verstanden, V-Rate, was soll ich jetzt machen? Sind die Sachen sogar Text? Jetzt mal Entry. Deswegen ja, und wir haben einen Typen kennengelernt, wir haben im Store allgemein nochmal 20% bekommen. Das heißt, ich habe am Ende des Tages 30% immer Rabatt gehabt bei diesem Store. Ah, das sind drei Hosen. Nubien, Nubien hieß der Laden. Shoutout. Okay, ich habe so Speck zwischen was den Zehen. Ichiro. Auch. Ich habe das vorhin schon erzählt, na, aber guck mal, er meinte so, es ist nicht wichtig, der Name und so. Guck mal, ich gucke mir meistens Pieces an, aber vor allem Markenklamotten, okay? Aber hört mich aus, ich gucke mir die Markenklamotten an, weil die findet man fake leichter. Dann gucke ich, was ich geil finde von diesen Markensachen, dann bestelle ich mir die einfach fake, checkt ihr? Also so ist mein Kleiderschrank hauptsächlich aufgebaut. Ich mache auch bald ein Video und dann zeige ich so meine Hosen, meine Oberteile, meine getragenen Socken, sowas. Auch von Nubien, das war sogar ein bisschen teurer, glaube ich. Alexander Diganova, bisschen oversized. Mit einem V-Rate, ja, der V-Rate. A drauf. Eigentlich habe ich. Guck mal, der ist ein bisschen okay, aber der ist so ein bisschen zu wenig und zu viel gemacht. Checkt ihr, guck mal, von hinten diese drei Löcher finde ich clean. Dieses A mit diesem Dings weiß ich nicht und die Waschung ist so, ist mir zu Standard ein bisschen. Und das wird wieder so teuer sein. Teurer, glaube ich. Alexander Diganova. Bisschen oversized. Ich war nicht dabei als Raka bei Bachelor, war keine Ahnung, wie er da gewesen sein soll. Mit einem A drauf. Eigentlich habe ich mir den nur geholt, weil ich den fit. Also der ist hinten, diese Sektion finde ich echt cool irgendwie. Fresh fand. Und so ein bisschen dieses Distressed. Hat mich gekostet, Costa Quanta. Ich glaube 70.000 Yen. Das war schon ein bisschen teuer. Bro, du sagst doch in Euro. Das habe ich auch wieder in dem Laden geholt, Nubien. Jetzt bann mich. Guck mal, dieser Twitch-Dings, er will wirklich gebannt werden, ne? Das war seine einzige Mission. Guck mal, Bro. Wir feiern deinen Bannungstag. Emil liest auf Chat vor, das ist besser so. Bro, das Ding ist, im Chat steht doch die ganze Zeit nur V-Rate. Was soll ich denn sonst lesen? Big Rate, Rates, mehr steht da doch nicht, Bro. Soll ich das jedes Mal vorlesen, Payne? Shoutouts an die, falls ihr euch sowieso. Ich habe mir so einen ähnlichen Pullover bestellt. Wartet, ich versuche das Bild davon zu finden. Gib mir eine Sekunde. Auf meiner Seite. Baby. Baby, du hast einen Timeout kassiert, Bro. Bei mir kann man für 3.000 Timeouts kaufen. 10 Minuten Timeout. Auf die stille Treppe mit dir, Digi. Wartet kurz, ich suche euch das Piece raus. Costa. Sehe ich das nochmal, das Piece? Das hier will ich. Das hier, bitte, Bro. Bitte, Bro, ich will es mir nochmal angucken. Nein, ich kann es mir. Oh. Warte, ich guck mal, ob ich es anders. Oh fuck. Die Marke hieß, glaube ich, Under My Car. My Car. Hoodie. Das war so ein Hoodie. Gib mir eine Sekunde. Ich glaube, der hier war das Chat. Ja, okay, der sah nicht genauso aus, aber so ein ähnlicher war das. Nee, der sah absolut nicht so aus, merke ich gerade. Der sah ungefähr so aus, Chat. So einen habe ich mir geholt. Ich weiß, die meisten werden sagen, Bro, was holst du für Obdachlosenklamotten? Ich check schon, wenn die nicht fühlt, aber den hier habe ich mir geholt. Also, für günstigeren Preis. Also, nein, nicht für günstig, sondern der sah noch mal ein bisschen besser als der hier gemacht aus. Ich mir hol die Jordan-Firma, vertraue diesen Hand. Bro, ich feier Johnson so nicht so. OHW, Kanalpunkte. Und sagst du in Münster? Ja, mal so, mal so. Wo holst du mal Fake-Sachen, Bro?
Ich muss gatekeepen. Spaß. So eine Seite wie Panda, Bro. Es gibt voll viele. Keine Ahnung. Guck auf TikTok. Ich will dir keine weiterempfehlen, weil nachhinein die wird gesperrt oder so. Oder du kriegst dein Paket nicht. Dann bin ich der Schuldige. Oh, aber so, es gibt voll viele. Es gibt jetzt Hubei, Hagobai, das bei, das bei. Bringst du euer Öl vorbei, wenn ich mir das bestelle? Kommt drauf an, welche Stadt du wohnst. Ich werde jetzt nicht irgendwo in den Süden reisen, aber wenn du nah wohnst. Wo hatten wir sogar eigentlich vor? Für Fashion interessiert, dann geht in diesen Store. Das war mit der krasseste Store, in dem ich jemals war, weil die hatten einfach so viele verschiedene Sachen. War wirklich ein cooler Laden. Also ich sag ja mal so, manchmal bin ich in Stuttgart, manchmal bin ich lange in Berlin, manchmal bin ich lange in Münster. Oh, nächstes Piece, das ist so ein bisschen cropped, aber nicht zu sehr cropped, nicht so dieses Duke Dennis-mäßige, sondern so. Ich weiß nicht, ey. Ich habe Berat gesagt. Oh Scheiße, ich muss die Webcam mal wieder woanders hinpacken. Ich habe Berat gesagt, guck mal, eigentlich wollte ich Tana vors E-Date setzen. Aber wenn das so ein Double E-Date ist, muss ich gucken. Auf Low-Key. Saint Mo. Kreuzberg. Nein, das war Münster Totwald. Wenn ich in Berlin bin, vielleicht, aber. So Früchten drauf und so. Hat so einen richtigen Vintage-Look. Auch wieder sehr, 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 sehr oversized. By the way, Freunde, das Logo ist inspiriert vom Air Jordan-Logo. So, Rückseite. Oder ich sehe. Ich finde das Logo halt nicht tough. Check die und auch Design, weiß ich nicht. An sich der Pulli ist cool, aber diese Beschriftung fühle ich nicht so. Ist gerade zum ersten Mal, ne? Ich sehe gerade die Rückseite zum ersten Mal, aber ist fresh. Wir machen weiter. Okay, jetzt kommen wir zu einer Brand. Kann sein, ist meine Favorite Brand geworden, einfach über Japan. Ach du Scheiße. Und die Marke Kapital. Und ich sage es euch, also. Guck mal, die Hose sieht richtig schwer aus. Ich bin so ein Fan von so richtig leichten Hosen. Check dir, wenn man nicht so das Gefühl hat, man trägt eine Tonne mit sich rum und die Hose sieht richtig schwer So, ihr aus. werdet es schon sehen in dem Video. Ich habe mir super viele Sachen von dieser Brand geholt. So, ihr seht schon, sehr, sehr. Ja, aber ich check, ich sag ehrlich, immer wenn ich an Rohr denke, denke ich auch an sowas. Aber das ist halt gar nicht meins, ne? Also ich fühle die 000. Soll er tragen, aber gar nicht meins. Sehr, sehr baggy, aber die Details übertrieben geil an der Hose. Hier an der Seite, hier diese, so ein Bund, was rausguckt. Allgemein diese ganzen Knöpfe, hier hinten auch, dann hier vorne diese Knöpfe. Guck mal, es ist nicht mal das, sondern ich feiere die Farbe nicht. Ich bin nicht so der größte Cargo-Fan. Also die Hose werden nichts, nichts, nichts für mich. Die Hose Costa Quanta, ich glaube 240, 240 ungefähr. Das Ding ist, ich konnte mich leider nicht entscheiden zwischen dem Colorway und dem Colorway. Deswegen habe ich mir beide geholt. Wir haben hier einmal das Ganze auch noch in Schwarz. Aber Ja, die finde ich ein bisschen cleaner. Ich sag ehrlich, die ist nicht so schlecht. Nicht ganz schwarz sogar. Das ist eins zu eins dieselbe Hose, bloß in einem anderen Colorway. Oh. Wir machen weiter. Hier haben wir so ein Hemd, auch von Kapital. Das habe ich gestern getragen sogar. Der sieht nicht mal so schlecht aus. Ich keep sein Back. Ich bin nicht so Hemd-Fan und so. Manchmal schon, manchmal nicht, aber das hier sieht echt nicht so schlecht Diese aus. Serie. Sieht halt aus wie ein weißes Hemd. Böse, meine lieben Damen und Herren da draußen. Jetzt ist die Frage aller Fragen, wenn ich das Ding anhabe, würdet ihr einen Vertrag kaufen von mir? Einen Knebelvertrag, ja oder nein? Das ist die Frage. Was ich cool finde ist, dass diese Knöpfe. Ja, komplett alles von Kapital Bra. Guck mal mein Desktop-Hintergrundbild. Ja, komplett Kapital Bra, ja. Knöpfe hier, dass du die einfach so aufmachen kannst und zumachen kannst, nicht so dieses Krampf mit, du musst da halbe Stunde an diesen Dingern, du wisst schon, was ich meine. Kragen und das Ganze hier ist in so einem hellblau. Digga, ich habe richtig Zungenschmerzen, weil hinter meinem Zahn ist irgendwie Essen. Ich versuche das die ganze Zeit mit meiner Zunge rauszukriegen, aber ich krieg's nicht hin. Ich find's cool und sieht seriös aus. Ich bin Costa gerade richtig Quanta, sauer. ich glaube so 150, 200. Wir machen weiter. Wieder. Ah, Digga, 200 für ein weißes Hemd. Kapital. Oh, so, was haben wir hier? Wieder ein Hoodie von Kapital. Ich muss ehrlicherweise sagen, der ist wirklich, also stoffmäßig ist da. Er trägt voll gern bunte Sachen. Das freut mich aber. Check dir, das machen nicht viele. Ja, ich hole später Zahnstocher. Also ist nicht so meins, was er trägt. Ich habe nicht mehr was gegen bunte Sachen, aber er trägt ein bisschen komische bunte Sachen. Aber ey, ich finde es eigentlich cool. Er trägt mal was Neues und so. Fast gar nichts dran. Also wirklich, der ist ultra dünn. Hält auch 0,0 warm. Für die Leute, die sich mit Klamotten auseinandersetzen, dünner Stoff heißt ja nicht direkt, dass es einfach schlechte Qualität ist. Ich weiß nicht, Bro. Es ist halt. Also Pieces, die du unbedingt willst. Unbedingt, unbedingt, nee. Wenn bestelle ich mir die mal. Wie schon gesagt, ich kaufe die eh fake, dann ist das nicht so teuer. Es gibt ein paar Pieces, die sind schon ein bisschen teuer, die habe ich dann nicht bestellt. Auch auf Fake-Seiten, aber
Ich wüsste jetzt nicht aus dem Kopf, leider, sorry. Sondern es gibt halt dünnen, dicken Stoff. Nein, Bachelor hat die nicht, glaube ich. Also auch wegen Clipfarm bestimmt bisschen. Ich kiebe sein Bug. Wir kennen Baby. Aber er findet die Sachen halt auch kacke. Das ist ich kenne Baby, der würde sowas nicht tragen. Checkt ihr? Das wäre so genau das Gegenteil. Ihr kennt Baby auch, der trägt halt sowas nicht. Und natürlich hatet er dann. Auf je nach Fit ist es halt so, dass. Guck mal, ich hate nicht, weil ich finde es cool, dass er was Neues trägt. Aber ich finde es halt auch komplett kacke. Ich würde sowas auch niemals so tragen. Dass es einfach schlechte Qualität ist, sondern. Also, Oberteil ist okay, aber die Hose halt, wie schon gesagt, gar nicht meins. Ist halt dünnen, dicken Stoff. Je nach Fit ist es halt so, dass man entweder einen dünneren Stoff hat oder einen dickeren Stoff. Ich fand das Logo fresh. Kapitallogo, dieses Smiley mit diesen zwei Augen. Ist eigentlich. Ich fand die Farbe auch ultra fresh, deswegen habe ich mir das Ding geholt. Ich fand, das passt irgendwie so zu meinem. Ich trage halt doch sehr breite Hosen, deswegen dagegen kann ich halt nichts sagen. Meinem Hautton, auch Costa Quanta ungefähr, sagen wir mal 200. Okay, jetzt kommt... Das lohnt sich halt auch nicht, ne? Ich check nicht, ey. Ein Piece, was sehr, sehr besonders ist. Auch wieder von Kapital, aber das konnte man sich nicht einfach so im Store kaufen. Ihr müsst euch vorstellen, da wo wir in Tokio waren... Na, ich keep sein Bug, das kannst du auch auf Temu kaufen. Also ohne Spaß, das sieht aus wie von Temu. Ist irgendein Stadtteil, wo es drei Kapitalstores gab. Und ich hab wir schon waren so bei oft, allen. Also ich kaufe manchmal so mal Temu, nicht Klamotten direkt, aber sowas habe ich auch schon auf Temu gesehen. Das sieht echt aus wie ein Temu A-Piece. Drei Kapitalstores. Und mit der einen habe ich mich sehr gut verstanden. Ich habe sogar Fotos mit der zusammen gemacht, weil die war sehr, sehr cool. Sie hat uns so ein Lookbook gegeben und da konnten wir reingucken. Und die hat gesagt, ey, sucht euch von diesem Pulli ein Colorway aus und dann müsst ihr zum anderen Store gehen. Und dann irgendwie konnten wir das kaufen, aber wir durften das auch nicht vor anderen Kunden machen. Wir haben von der Frau so eine Karte bekommen, dass wir das den Mitarbeitern zeigen, dass die uns das geben. 330 Euro. Aber ja, die Quali ist wirklich sehr, sehr krass. Was mich Bruder, der Fit ist auch so kacke, ne? Ihr checkt nicht, ich hasse das, wenn ich in Klamotten so fett aussehe und das ist ja genauso ein Piece. Guck mal, das macht wirklich dich einfach fett aussehen. Ein bisschen stört es, wenn ich reingehe, manchmal von... Boah, Digga, man sieht da so fett drin aus. Also sorry, Rohat, ne, dem aber... juckt es so. Sieht so ein bisschen aus, so wie Oma gestrickt. Doch, Digga, ich hasse solche Pieces, ohne Spaß. Ich hasse das, wenn ich in meinen Klamotten fetter aussehe, als ich bin. Aber in Fresh, das Ding hat 100%... Wolle, meine lieben Freunde da draußen. So, wir haben hier eine ganz normale Denim, eine bisschen heller. Ja, wenn ich irgendwann richtig viel Cash habe, dann kaufen wir, mache ich so Shopping-Stream, ich tue alles in den Warenkorb und bestelle dann trotzdem alles fake. Sehr, sehr hell, geht in eine weiße Richtung. Ist noch die ist cool, die ist cool. Ist halt eine Standard-Jeans, aber die ist cool. So ein, wie sagt man, Band drumherum. Die Hose Costa Quanta hat, ich glaube, sogar 80 Euro gekostet, geht klar. Ja, doch, die ist ehrlich tough, ey, auch für 80. Ich habe so eine richtig, richtig ähnliche. Die kostet, glaube ich, auch so um den Dreh. Ich habe die halt zugeschickt bekommen. Aber ja, das ist halt wirklich eine Standard-Jeans. Muss man nehmen lassen. Aber die ist echt tough, auch vom Fit, von der Farbe. Warte, ich suche kurz meine raus. Meine ist halt ein bisschen ähnlich. Warte, ich mach kurz groß. Oh, nein. Man sieht deinen Arsch. Bro, ist mir egal. Hier. Guck sie nochmal an, Bro. Hier, die ist so ein bisschen ähnlich. Auch vom Fit. Natürlich, die hat so ein bisschen größere Löcher und so. Zack, zack, aber ich finde die sehr ähnlich. Ist mir gerade eingefallen. Die ist richtig geil. Das ist, glaube ich, wirklich meine Lieblingsjeans, die ich habe. Ihr seht, die ist aber halt auch gut lang. Ne? Seht ihr das? Sieht man das? Guck mal, wenn ich die hoch. Checkt ihr? Bis hier geht die mir theoretisch, ey. Die sieht halt. Und ich sag die ja. Also meistens sitzt die dann gefühlt so. Also meine Hosen sind aber alle so, weil ich bestelle die immer sehr groß, weil ich halt einen sehr, sehr fetten Arsch habe. Die gehen mir halt immer bis hier gefühlt. Ja, Bro, das sind die Probleme mit dem fetten Arsch. Alle meine Hosen, auch meine Jogginghosen, die sind so. Und dann zeige ich den Shit halt nochmal, ne? Standard Jeans für 80 ist crazy. Ja, check ich den Call. Aber guck mal, die hat wahrscheinlich eine gute Qualität, bla bla bla. Und Bruder, für wie viel kauft man Jeans heutzutage? Ich glaube, die kosten überall 40, 50. Wenn die ein bisschen krasser als 80, finde ich sogar okay. Also, das ist so erste, was okay ist. Ich würde die auch nicht kaufen für 80 Behinderten nicht, wie schon gesagt. Die ich habe, ist günstiger plus zugeschickt. Also, ich habe eh nichts gezahlt, aber ja. Ich feiere diese Jeans nicht, die unten immer enger werden. Das ist so scheiße. Die Cargo sind... auch so, die er hat. Ich weiß nicht, ich finde es manchmal cool, manchmal nicht. Kommt drauf an. Endlich wieder free. Ich komme nebenbei vom Raid. Ja. W-Raid, ja. Big Raid, ja. Trag mal Skinny Jeans. Mein Arsch ist zu fett und meine Waden und alles. Checkt ihr? Bei Bachelor, dass mir die
Purple von ihm gepasst hat, hat mich so überrascht. Er meinte, dass die Größe, die er hat, die könnte sogar mir passen. Und die hat wirklich, die saß halt sehr, sehr eng, aber hat halt so gepasst. Bei deinem Bild sagen, sieht so aus, als musst du mehr abnehmen. So diese Zahnstocherbild. Ja, Bro, ich bin auch zu fett. Sagen immer wichtig. Sagst du Jasper, du hast auf einen Putt, Bruder, keine Ahnung. Meinung zu dem Raid. Oh, Big Raid, das ist der größte Raid 2024. Der Raid ist immer noch still massive. Klar, so. Wayo! Wow! Croissant X Cookie. Boah, das sieht voll lecker aus. Jasper kommt in 2 Wochen. Oh, Bro hat Special Infos. Kann man nichts falsch machen, ganz normale Jeans. Auch wieder Baggy. Ich trage. Ja, da hat er recht. Eigentlich fast nur Baggy-Hosen. Und wir machen weiter. Wir haben hier eine Hose von B1 Archive. Stark. Made in Italy. Und das ist, glaube ich, das teuerste sogar gewesen, was ich mir geholt habe. 170.000 Yen war das. Die Hose war ernst teuer, aber ich... Bro, aber das check ich nicht. Sag doch den Europreis. Soll ich jetzt auf irgendeine Seite gehen, mir den Scheiß umrechnen lassen? ...gewesen, was ich mir geholt habe. 170.000... Die sieht clean aus. Wieder so ein Ding. Einfach standard clean Jeans. 1.000 Yen war das. Die Hose war ernst teuer, aber ich fand die auch ernst fresh. Das ist nicht so 1.000 Euro Penner einfach. So wirklich, die Details sind... Ja, doch, die ist ehrlich fresh. Wirklich stark. Hier so drüber genäht. Aber wieder ein bisschen zu standard, Bro. Also für die würde ich... Ich persönlich, aber ich bin ein sehr, sehr geiziger Mensch, nicht mehr als 40 zahlen. Der unwiderstehliche. Oh nein! Haselnusscreme, Milchcreme und Vollmilchschoko. Boah, Schoko Fresh ist so. Also, das ist wirklich geil, ey. Ich hatte mal eine Zeit lang wie Tanzverbot, ey. Also, richtig viele gegessen hatte ich auch. Collade, Schoko Fresh. Hier ist noch so ein Patch einfach. Das hier ist so eine Double Neen Hose. So wie diese Vintage Car hat. Ist wirklich ein freshes Piece gewesen. Hier. Sagst du, er hat Swag? Oder ich find's cool, dass er so das trägt, was er möchte. Weißt du, das muss ich ihm lassen so. Aber ich finde die Sachen, die er trägt, manchmal sehr kacke. An der Seite noch so eine kleine Tasche. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich überlege die sogar wieder zu verkaufen, weil ich nicht realisiert habe, dass die 170.000 Yen kostet. Das ist fast ein Taui. T-Shirts habe ich mir... Boah, fast ein Taui. ...by the way, nicht gekauft, weil ich... Digga, also absolut den Taui nicht wert. Ich kriege seinen Bug, Bruder, das war einfach eine schwarze Jeans. Ich trage eigentlich immer nur so Basic-Shirts, wie man hier sieht. So einfach schwarz. Fossabot, ich möchte nichts haben. Bitte belästigen Sie mich nicht. Bro, Fossabot, sorgt dafür, dass die es haben. Die Rechnungen sind hoch. Weiß, das Ganze findet ihr auch an Black Friday bei Surya, bei uns, bei der Kollektion. Da ist halt auch kein Branding oder so drauf. Deswegen für die ganzen Leute, die Basic-Tees brauchen. Die Hose ist fresh. Rohat wollte was zuschicken von Surya. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, ob er es vergessen hat. So, wenn, ist halt passiert. Ist jetzt nicht das Tiefste der Welt. Checkt das Ganze ab. Am 29.11. geht's los. By the way, ich war ein Uzi Album Kaka. Es gibt noch eine Sache, die ich mir geholt habe. Aber wenn er mir das, die Hose ist ehrlich tough. So eine habe ich auch nicht. So eine hätte ich gern. Rohat, wenn du was siehst, schick mir den Shit zu, Bro. Die zeige ich euch aber am Ende. Davon habe ich nur Fotos. Die habe ich mir bestellt. Das sind 2 Sachen von Louis Vuitton. Sehr, 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 sehr teuer. Aber ich. Bro, Album war kacke. Ich habe mehr erwartet. Ich euch das, was ich mir bestellt habe. Das von allen Sachen, die ich mir geholt habe. Ich zeige noch ein paar Sachen, die sich Kato und Pat und Karim geholt haben, also die Jungs, die haben auch dicke reingehauen. Jetzt muss auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz gemacht werden. Boah, Bruder. Also, was geht, Freunde? Ich habe mir in Japan geholt, einmal dieses Supreme Cap, wir waren im Supreme Store. Aber das meine ich, guck mal, ich weiß jetzt nicht, wie viel die kosten wird, aber ich keep zu der Markt, das könnte es auch so als Mario Merch mit einem M geben. Ich wollte eine Fitted Cap haben, habe ich die anprobiert, fand die cool. Dann habe ich geholt den Zipper, den ich gerade habe. Ja, danke, Bro, dass du den Preis nicht nennst. Wetmore Zipper, Wetmore Cutout Zipper heißt der. Der hat gekostet mit Tax-Free. 900 Euro ist sehr teuer. Reiche Mann. Und da- Bro, er soll mal den Fit. Also, hat die irgendwas Spezielles an sich? Ist das wirklich nur ein schwarzer Zipper? Also noch einer sagen, ich bezahle den Wichser da rechts von mir nicht, ne? Das war sehr, sehr teuer. Mama, bitte, wenn du es siehst, schlag mich nicht. Kommen wir zum nächsten Piece. Wayo, cool. Reiche Mann! Wir waren in irgendeinem Vintage Store, ich hab keine Ahnung, wie der hieß. Da habe ich mir diese Wetmore X Alpha... Ja, das ist eine Bettdecke, ne? Ja, ja. Da habe ich mir diese Wetmore X Alpha Industries... Ja, die ist richtig tough. Also die ist ehrlich tough. Bomberjacke gut, ich fand die todeswild. Freunde, ich hatte in Japan ein bisschen Probleme mit Sizes und so, weil Japaner sind ein bisschen kleiner, ja. BK ist ein bisschen größer und ein bisschen dicker. Habe ich mir die Jacke hier geholt, ich finde die cool. Hier ist so eine graue Kapuze dran, die kann man abmachen, man kann die Jacke auch drehen. Dann ist sie so full orange. Ja, das ist echt eine coole Jacke. Einer, der am Flughafen arbeitet. Ja. Also, du bist jetzt bestes Piece, ne? Oder deswegen, wir lassen die Jacke auf jeden Fall auf Camouflage gedreht. Hier würdest du sagen, Top 5 fresheste deutsche Streamer, wenn du Geld hättest? Ich sag nein. Ich sage, guck mal, um richtig fresh zu sein,
Also, egal wie reich du bist, du brauchst halt auch freshen Body, du brauchst freshes Gesicht, okay? Und ich bin einfach nun mal ein bisschen fett. Ich gebe es einfach, okay? Ich könnte abnehmen, aber Bruder, wenn ich reich wäre, ich sag ehrlich, ich würde halt viel mehr essen, glaube ich. Und richtig geil essen gehen jeden Tag und so. Aber ich glaube, ich wäre schon sehr weit oben dabei. Doch, ich wäre schon sehr weit oben dabei, glaube ich. Und dann habe ich mir noch geholt, einfach eine Basic. Sag mal Top 5. Top 5? Oder keine Ahnung, also wen ich jetzt richtig fresh in Deutschland finde. Oder warte, was war das Top 5? Scheiße, wo ist der Kommentar? Deutsche Streamer, okay, deutsche Streamer, doch, Bro, ich glaube, ich muss in den Top 5 sein, ich sag ehrlich. Also, wenn an sich aus Deutschland, guck mal, ich keep's einfach, ich habe das auch letztens irgendwo beantwortet. Ich finde UFOs Style sehr fresh, okay? Aber dazu muss man sagen, UFOs Style ist halt teuer. Natürlich ist das fresh, wenn du so viel Geld zahlst, natürlich, irgendwo muss auch so das Geld ja hinlanden. Aber dann müsst ihr überlegen, okay? Der Typ ist schon 40 oder so. Dann, wenn du drüber nachdenkst, denkst du, okay, es ist zwar fresh, aber Bro, du bist 40. Sonst UFO wäre wirklich Top 1. Aber wartet, Streamer. Guck mal, wir gehen mal auf Twitch. Wartet, ich öffne einen neuen Twitch-Tab. Chat, soll ich mehr so Fashion-Sachen und so machen? Voll oft schreiben mir in letzter Zeit Leute, weil so ich halt auch in letzter Zeit fresher bin, so was Klamotten und so angeht, weil ich habe halt ein bisschen Geld und kann mir Sachen bestellen. Guck mal, Bachelor, ich liebe Bachelor, aber Bachelor-Style ist halt auch nichts für mich, ne? Nein, bitte nicht. Ja, mach Fashion-Sachen. Nein, guck mal, Bachelor-Style, ich weiß nicht, was er gerade trägt, aber Bachelor-Style halt auch gar nicht meins. Stell dir vor, machen das bei dir. Ace-Ace-Style zum Beispiel auch tot, sage ich ehrlich. Batman und Jasmine, die müssen gar nicht gucken, aber Ace-Style auch tot, Bruder, er trägt manchmal so Temo Pegador-Sachen. Hamed. Aber kein Skin. Geht's jetzt Hamed nicht? hat manchmal fresche Sachen an, ich gebe seinen Bug. Bei Hamed ist das Ding, was er realisiert das aber gar nicht. Gratis Fieber. Free V-Bucks, Free V-Bucks. Ach, guck mal, er hat hier die Miharas hinten stehen. Okay. Okay, bei Apes Down, so weiß nicht. Jetzt achte Chat, mach Clip. Mein Bruder. Was macht der da? G-Baby. G-Baby trägt halt viel Trackies und so, ne? Also, ich weiß nicht, ob er das auch so draußen und so macht, Ich aber bin sehr ehrgeizig von manchmal, G-Baby Chat. kennt man ihn ja nur zu Hause am Ich bin Stream und ein so. bisschen mad, wenn ich irgendwas nicht auf. Aber er trägt viel Dings da, ne? Das weiß ich, warte. Guck mal, Yoshika S, ich keep sein Bug. Ich mag Yoshika S, wirklich ein netter. Hast du Schule geschwänzt früher? Aber auch bei Yoshika S, Bro, ich finde seinen Style echt kacke. Also ich finde den wirklich kacke, ne? Manchmal hat er ein paar coole Sachen und so, aber Bro, das ist das Ding, er ist Fashion Motherfucker. Natürlich, manchmal muss er was Cooles anhaben, sonst könnte er nicht Fashion Motherfucker sein. Aber Bruder, so an sich sein Style finde ich tot kacke. Okay, ja, hier ist auch nicht, warte. Ja, okay, hier ist glaube ich keiner so. Daniel, guck mal, Daniel, ich kieße seinen Bug. Daniel trägt manchmal schon frische Sachen, aber manchmal trägt er halt auch wirklich kacke. Bei Daniel ist auch wieder so ein gemischtes Ding, wartet. Ich geh mal auf Insta. Guck mal was. Hier. Ja, Bro. Was ist das? Dann check den. Dann, das ist wahr. Was ist das? Ich weiß, es ist halt auch ein bisschen auf lustig und so, aber selbst ohne die Mütze fände ich es nicht so tough. Also selbst ohne die Mütze, das wäre mir halt ein bisschen zu Standard. Das Outfit ist wirklich krass. Da muss ich, manchmal muss man auch Props geben, das Outfit ist gut. Ist halt wirklich sehr Standard, aber ist halt wieder gut. Checkt ihr? Aber wie schon gesagt, das ist auch hier, das ist clean, aber er kann halt auch nicht so viel falsch machen. Das hier. Ah, nicht so meins. Nee, das meine ich. Das hier ist wieder tot. Das hier ist tot. Das hier finde ich auch tot. Also gar nicht meins. Kann sein, ihm gefällt es, aber ich bin halt auch an sich nicht so ein Fan von braunen Klamotten. Das ist halt zu viel so braun, khaki, grün, sowas. Ah, das hier ist eid, das eid. Zum Beispiel hier, jeder von ihm ist trimmer als er, sage ich. Die haben alle viel freshere Fits an. Das hier, guck mal, da kannst du halt nichts falsch machen. Wenn man nichts falsch machen kann, dann bewerte ich das nicht richtig. Das ist auch so ein Ding, finde ich nicht so geil. Den Pulli fühle ich nicht so, die Mütze, die Hose ist alt.
Das hier ist okay. Nee. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das feiere ich nicht. Nee. Ja, ist okay. Nee, nicht so meins. Ist okay, aber kann man ja wieder nicht viel falsch machen. Das ist halt auch okay, aber kann man auch nicht so viel falsch. Er zieht halt echt auch viel an, was man nicht falsch machen kann, ne? Wenn es dann gut ist. Das hier ist clean, das hier ist clean. Da gebe ich ihm auch die Props. Das hier gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Aus dem Kopf nicht, nee. Sydney wäre halt, glaube ich, echt sehr weit oben, ja. Aber bei Sydney ist halt auch so ein Ding. Bro, der Typ hat halt Geld und sieht gut aus. Wisst ihr, er kann eigentlich nichts falsch machen, so. Aber was mich bei ihm stört, das habe ich schon mal angesprochen, Bro. Zum Beispiel, ich habe auch die gleiche Hose, aber warum zieht er den Shit so hoch? Also, versteht ihr? Würde er seine Hosen und so alles ein bisschen mehr sagen? Ich glaube, das wird so viel besser aussehen. Auch wieder hier, guck mal, ich sehe, das ist viel zu hoch alles. Und das hier, diese Fleece-Sachen, feiere ich gar nicht. Aber das ist halt so ein persönliches Ding. Hier, das hier ist zum Beispiel cool. Das ist wirklich ein toughes Piece. Das gefällt mir. Das Outfit gefällt mir komplett. Die Hose ist richtig geil, ey. Wisst ihr, welche das ist? Ich muss gucken, ob es die in Fake gibt. Nee. Das hier auch fresh. Also Sydney wirklich sehr toughen Style. Fortnite-A-Hose. Ja, ich check, vielleicht gefällt es euch nicht, aber ich bin echt... Oder auch das hier, das Outfit finde ich richtig trim. Auch guck mal, natürlich ist eine Skinny und sowas, aber ihm steht das, checkt ihr? Ich check an sich nicht, ich habe auch so ein paar skinnyere Hosen. Bei mir das Ding ist, es sieht halt ein bisschen kacke aus, weil... Oder ich habe halt fette Beine. Aber ihm steht das, oder ich sag ehrlich, er kann auch oft immer so Skinny-Sachen pullen. Natürlich ist safe nicht so bequem, aber... Ich habe halt auch so ähnliche Rigs. Ich habe diese mit Jeans und so. Aber eigentlich der gleiche, also meine sind, glaube ich, ein Ticken höher. Vielleicht so hoch, bisschen höher. Meine schwarzen. Ja, auch cool. Also ich sag ehrlich, Sydney wäre sehr weit oben. Sydney ist wahrscheinlich eins, was deutsche Streamer-Dings angeht. New Era, New York Yankees Cap. Ich fand die auch cool. Dunkelblau habt ihr mitgenommen. Warte mal, bevor die weiterredest, Costa Quanta die hier. Für die... Egal, Draco Baby trägt auch Skinny. Aber Draco Baby ist jetzt auch nicht so ein... Ist auch nicht mein Fashion Goat. Vetmore Bomber habe... Die ist wirklich sehr tough, ne? Ich gezahlt 900 Euro. Aber die Jacke ist auch schon ein bisschen älter. Das ist schon ein bisschen her, dass sie rausgekommen ist. Ich glaube, die habe ich mal bei UFO gesehen. Die kostet mittlerweile Aftermarket so um die 1,5. Skinny 10-mal besser als Baggy. Guck mal, kommt auf die Person an, Bro. Mir steht halt Baggy 1000-mal mehr als Skinny, weil ich einfach fette Beine habe. Ich bin mit 900 auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. Korrekt. Also, die geht's richtig gut, ne? Also, ach, richtig. Bruder. Ich habe mir hier einmal diese Chrome Hearts Brille geholt. Dann Costa Quanta? 920. 920? Digga, das ist crazy. Okay, okay, was hast du hier noch geholt? Diese Jacke hier. Nein, aber mein Insta kommt nicht von ein paar Looten. So eine koreanische Brand. Ich glaube, das heißt Under My Car. 260 ja, Euro. Ja, die Brand habe ich auch, die habe ich dir vorhin noch gezeigt. Under My Car, davon habe ich auch ein Piece. Aber ich habe es gelöscht, aber davon habe ich mir einen Pulli jetzt geholt. Der kommt bald an. Glaube ich. Aber ein Fake, ne? Dann habe ich mir noch hier diesen PDF-Channel-Zipper gekauft. Auch bei Nubi. Wie heißt das? Anu und Jasper? Guck mal, bei Jasper, ich habe halt lange nichts mehr gesehen, ne? Jasper hat coole Sachen, aber ich glaube auch an Jasper würde es ein bisschen besser finden, wenn er so ein bisschen leicht muskulöser wäre. Die Hose von Sydney. Ah, ich kenne die sogar, aber die haben zu teure Preise, Bro. Die ist echt fresh, aber das meine ich, 75 würde ich nicht zahlen wollen und die finde ich locker nicht in Fake. Scheiße. Aber die Hose ist wirklich sehr tough. Danke, Robber. Wie heißt das? Aber Anno hat halt ein bisschen diesen, ich glaube, das nennt man so leicht Archiv-Fashion oder so. Also er sieht ein bisschen aus wie ein Emo, ich keep sein Bart. Aber ich find's cool, ich weiß nicht, also manchmal ist zu viel Emo, ist zu viel Schwarz und so, was Anno trägt. Aber an sich, Anno hat sehr taffe Sachen, ja. Anno hat wirklich coole Klamotten. Okay, was hast du hier noch geholt? Diese Jacke hier, so eine koreanische Brand. Ich glaube, das heißt... Bruder, ist auch ein guter Preis, aber ich bin zu geizig. Checkt ihr?
bin ein geiziger Typ. Heißt Under My Car. Ich bin, glaube ich, der geizigste Typ, den es gibt, ohne Spaß. 360 Euro, glaube ich. Außer wenn es so darum geht, yo, mit Kollegen was essen, die brauchen was, die brauchen. Also für so andere Leute gebe ich, aber so für mich selber, Bruder, ich gebe gerne so wenig Geld wie möglich aus. Wenn, außer es ist Essen, da gebe ich aber auch nicht, hau ich nicht auf die Kacke, sondern da gebe ich ein bisschen Geld aus. Auch hier diesen PDF-Channel-Zipper gekauft, auch bei Noob. Der ist auch cool. Ja, der ist fresh. Ich glaube, der war auch so mit Rabatt am Ende bei 280 oder so. Auf jeden Fall. Oder selbst wenn Eulab wirklich so ausverkauft ist und so. Und ich, oder selbst wenn ich Millionär wäre, ich glaube, ich würde Fake-Sachen kaufen. Ich will jetzt nicht 100% zugeben, weil das einzige Problem an Fakes ist, du musst halt viel durchstöbern, viel suchen, viel bla bla bla. Und da musst du richtig lang warten, bis die Sachen ankommen. Aber sonst immer Fakes. Billiger als im Store. Ja, das Wilde daran ist, der hat halt drei Stoffe. Einmal hier so Baumwolle, der hat auch hier so ein Patch mit so einem Pflaster drauf. Dann ist hier so ein Waffelmaterial und generell einfach voll viele Farben. Ich fand den nice. Hier haben wir nochmal einen anderen Colorway davon, auch von meinem Baumpulli. Ich hab den, finde ich echt kacke. Den auch anprobiert, weil Patrick wollte ihn eigentlich haben, aber der hat dem irgendwie nicht gepasst. Sehr, sehr fresh auch, also habe ich auch. Nee, Bruder, das sieht echt aus wie ein Themo-Pulli. Jetzt nicht in meinem Kleiderschrank. Ein Needles Crewneck, einfach so ein Sweater, grau. Nichts Besonderes, einfach so ein Needles-Pulli. Danke, Bro, dass ihr vom Big Massive Raid noch geblieben seid. Der Raid ist immer noch still massive, bis heute. Und dann noch so ein Beanie von J.L.A.L. oder wie die Brand heißt, keine Ahnung. Und Kapitalsocken. Wie teuer kostet, wie teuer ist ein Paar von diesen Socken? Ich glaube, umgerechnet so 15, 16 Euro. Ja. Ja, ist okay, ich wollte mich beschweren, weil bei Primark gibt es sie locker für 2, 3, 4 Euro, aber 15, 16 Euro. Wir haben Kapital auseinandergenommen. Und das war's mit meinem Pickup. Ja, das war wirklich top driving rate. So, Slam. Das teuerste an, was hier gekauft wurde, ne? Weiß ich nicht. Doch. Das, was du dir bestellt hast, ist auf jeden Fall teurer. Achso, ja, aber das. Ich habe mir noch eine Sache bestellt. Es ist ein Rucksack, aber es ist halt eher auch einfach eine Weste. Ich wollte mir das in Japan kaufen, gab es nicht in Japan. Deswegen habe ich mir das Ganze bestellt. Ist ein Louis V-Rucksack, aber halt komplett. Der ist cool. Ohne Spaß, den feier ich. Halt ausverkauft und schwer zu kriegen. Deswegen habe ich mir das geholt und ich glaube, das Ding wird einfach noch vom Preis her sowieso noch voll steigen und ich werde es auch übel selten tragen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es überhaupt sehen werdet. Das der Louis Vuitton Rucksack aus der Tyler the Creator Collection gar nicht mehr zu haben. Ich glaube, ja, das check ich nicht. Okay, guck mal. Okay, du kaufst dir den. Okay, du willst den nicht tragen. Okay, du kaufst den, weil er vielleicht irgendwann mal steigt und den verkaufen kannst. Aber Bro, ich check nicht das. Also, stell dir euch vor, er kauft den jetzt für 2.000 und irgendwann steigt er auf 4.000. Okay, hat er 2.000 plus gemacht, was krank ist. Aber erstens, er muss richtig lange dafür warten. Und plus zweitens, er macht doch safe durch irgendwas locker schon viel, viel mehr Geld. Ich glaube, selten auch eine Collection gewesen bei Louis Vuitton, die so schnell weg war. Also wirklich alle Mitarbeiter, die wir auch da gefragt haben, als die Louis V Collection rauskam, war so schnell alles weg. Also Tyler the Creator hat da wirklich einen aufgespielt. Ja. Ich finde, gute Rucksäcke finden auch schwierig. Letztens hat mich jemand angeschrieben, weil ich hatte so einen TikTok von ihm gespeichert. Ich gucke mal, ob ich dir gleich das zeigen kann. Weil der hatte so einen coolen Rucksack gemacht. Der ist reich, das ist Hobby. Ja, stimmt auch. Der hat so coole Rucksäcke gemacht und dann hat er mir geschrieben und so bla 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 und dass er mir den vielleicht macht, wartet. Weil ich fand den todestough. Wartet hier. Der Typ macht eher so, also guck mal, der macht so auf Anfrage Sachen, okay, hier Hosen und so bla bla bla. Der macht vor allem Hosen, aber letztens irgendwie hat er so einen Rucksack gemacht, ich habe den gespeichert. Dann hat er mich darauf angeschrieben, weil ich fand den Rucksack, den hier, den fand ich wirklich tough. Also ich bin Fan von dem. Ich fand's auch cool, dass dieser weiß-schwarz ist und nicht dieses normale Leopardenmuster. Weil meistens trage ich eh viel so weiß, schwarz, sowas. Dann ja. Ich hoffe, der macht mir den noch. Den hier hat er mir auch. Also ich glaube, den hier hat er sogar noch. Hätte ich nach dem gefragt. Aber den fand ich nicht schlecht. Also würde ich auch tragen. Aber den fand ich viel besser. Na, Rucksäcke Trashbags besser. Glamour, Blunt, Glamour. Ah, Rucksack, Glamour. Ja, ich check schon Glamour. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, wenn den fresh. Was findet ihr denn richtig freshen Rucksack? Ich weiß ja nicht, was ihr für Rucksäcke trägt, aber. Oder früher hat man halt immer so einen Nike-Rucksack oder so getragen, ne? Und dann war man schon so der Fresheste, den es gibt. Ach, ich wollte Nike Arsch schreiben, hä? Kam ich darauf? Nike Rucksack. Schwarz. Was für Rucksack? Kein. Ich trage keinen Rucksack. Ja, das ist ja das Ding. Niemand trägt meinen Rucksack, weil die immer ugly sind. Aber die sind voll funktional. Seid mal ehrlich, ein Rucksack ist voll funktional. Stellt euch vor, ihr braucht einen und so. Was würdet ihr denn für einen tragen? So einen hatte man, man war schon früher immer so der coolste, den es gab, ey, heutzutage ist das leider nicht mehr so. Aber ich sag ehrlich, es ist halt auch nicht mehr so, weil der ist halt auch ein bisschen ugly, so. Bags besser.
so Seitentasche und sowas, so Bauchtasche-mäßig, feiere ich gar nicht. Die sind viel unbequemer und da passt weniger rein. Was meint ihr mit Bag? So wirklich eine Handtasche? LV-Bag, wie Jasper damals auf City Baby. Ja genau, LV-Bags sind auch cool, dagegen sage ich auch nichts. LV hat auch noch coole Rucksäcke so im Vergleich zu anderen. Aber das meine ich, es gibt nicht so viele coole Rucksäcke für günstig. Natürlich, du kannst den Shit wieder fake kaufen, aber ich meine so günstig gute Rucksäcke. Und ich finde, das hier ist ein echt cooler. Der MCM ist halt auch wieder so ein toll. Aber ich meine so günstig gute Rucksäcke, also dafür finde ich den hier echt sehr gut. Aber ich habe mir noch, achso, rede du. Ja, besser nicht. Sozusagen. Nein. Aber ich habe mir noch irgendwas. Achso, Schuhe geholt von Louis Vuitton, die habe ich mir. Ich finde die Idee cool, aber guck mal, dieses Idee mit dem Bund ist cool, aber irgendwie das hier fühle ich nicht und die Form vom Schuh. Stellt auch noch. Die blende ich mal einfach ein. Die sind cool gewesen, die fand ich nice. Deswegen habe ich mir die geholt. Ich habe mir so eine Chrome-Brille. Nee, ich finde die meisten Rucksäcke halt auch Quatsch. Deswegen diesen Leoparden-Dings fand ich cool. Brille geholt, weil ich bin Brillenträger und meine letzte Brille ist kaputt gegangen. Das war eine 10-Euro-Vielmann-Brille und ein Kollege hat sich da drauf gesetzt. Dann dachte ich mir, ich brauche eine neue Brille und die muss seriös sein. Deswegen habe ich mir hier diese Chrome-Hearts-Brille geholt. Super Ding. Ja, nice. Ja, also, danke. Costa Quanta? Ah, 1,7. Minus Tax-Free war das so bei 1,5. Dann habe ich mir hier so eine Babe-Fleece-Jacke geholt. Wir sind am Laden vorbeigegangen, Kari. Boah, ich finde Fleece nicht so cool, aber die hat ein bisschen was. Der hat die so im Augenwinkel gesniped. Ist auch nicht so einfach zu bekommen. Wir sind da reingegangen, die meinten auch direkt, die kam heute erst an. Ich fand den Fit richtig geil und dann dachte ich mir, okay, rein da. Kapitalsocken, so eine Beanie in so einem japanischen Store. Ich kenne die Marke nicht. Die ist okay. Ist so eine japanische Brand, aber fand ich richtig geil. Hat so ein Glücks... wie heißt das nochmal? Dieses Blatt. Kleeblatt und dann ein Kissen. Ich bin nur zu. Man denkt, es ist ein Kissen. Man denkt, es ist aber ein Kissen. Aber warte mal. Kapitalkissen, was man auch zu einer Bomberjacke machen kann. Beziehungsweise andersrum. Eine Jacke, die man zu einem Kissen machen kann. Das Zack. Ist so krass, ne? Hab ich noch nie gesehen. Einfach ein Kissen. Digga, das ist wirklich cool. Also natürlich, die Frage ist, wie oft benutzt du diese Feature? Wie oft bist du irgendwo, wo du dir denkst, boah, ich brauche jetzt ein Kissen, aber meine Jacke nicht mehr? Auf ist eine Jacke. Das war geil, weil... Aber es ist wirklich cool, ey. Im Flug musste ich das dann nicht in den Koffer packen, sondern hab das einfach als Kissen mitgenommen. Ja, das ist wirklich cool. Freunde, also, ich war zu Hause am Chillen und dann wurde ich gerufen von Patrick, dass wir ein latest Pickup-Video machen. Dann habe ich halt einfach meinen Koffer. Boah, der klingt voll, der wirkt voll sympathisch. Mitgenommen, weil der war ja noch zu. Wo fangen wir an? Ja. Fangen wir an mit dieser Hose. Das ist ein Kapital-Jogger. Fand ich sehr, sehr fresh. Was haben wir noch? Ein Kapital-Hoodie. So, der sitzt auch ganz fresh. Digga, die sind echt zu sehr auf diese Kapitalfilme. Deswegen hab ich den auch mitgenommen. Die Jacke, Our Legacy. Eine richtig, richtig frische Jacke mit. Was ist das für ein Stoff, Karim? Fass mal kurz an. Ist auch wieder Wolle. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und auch mit so einem Zip bis ganz oben. Ein Zip bis ganz oben? Pause. Ein Zip. Boah, Kapital haben wir auseinandergenommen. Kapital haben wir wirklich auseinandergenommen. Aber Digga, das sieht so klein aus. Das auch sitzt richtig nice. Wirklich. Weil die Engen sieht damit ernst seriös aus, ne? Ja, ja. PDF-Slides. Meine Allround. Ja, Bro, wenn du das Öl bestellst, kommt das Öl wirklich an. Und das Slides. Jetzt auch seit 3 Tagen habe ich die und die sind auch schon dreckig. Das meine ich, als Slump für diese Armani-Show da so gehatet wurde, diese Puffigen, die fand ich echt nicht so schlecht. Also ohne Spaß, da muss ich Slump auch Hack geben. Den Schuh fand ich fresh. Aber ja, mitnehmen. Wir haben hier. Boah, das ist ein Kapital. Ich weiß, ist das eine Jacke oder ein Hemd oder was ist das? Sehr seriös für den Winter. Wir waren noch in irgendeinem Laden. Das war wie Zara oder so mit ganz billigen Sachen. Und dann habe ich das hier geholt für einen 10er, glaube ich. Bro, gar nichts ist schon da. Gar nichts kommt nie an. Glaube ich, ne? Wirklich für einen 10er. Wie heißt sowas? Ein Carnegie. Na, fühle ich nicht. Gar nicht. Genau, Carnegie. 10 Euro? 10er. Die Hose, auch Kapital. Kapitalhose. Richtig. Das meine ich, Bruder. Das könnte auch eine Kick-Hose sein. Ich keep's ein Bug. Genau so eine Hose hatte ich als Kind von Kick. Fresh, richtig cozy, allrounder Hose auf jeden Fall. MMY-Sneaker. Die waren auch wirklich für einen guten Preis, ne? Na, die, guck mal. Die sind an sich nicht hässlich, aber Bruder, man hat diesen Mason Mihara tot gesehen. Das meine ich vorhin bei Hamed. Ich habe den natürlich gelobt, weil ich es krass fand, dass Hamed sowas trägt, aber an sich, der ist ein bisschen tot gesehen und ich hatte den nie an, aber die Leute sagen, der ist unbequem. Warum soll ich den dann kaufen? So unbequem auch. Ja, das höre ich immer wieder, Bruder. Wie kann der denn so unbequem sein? Der sieht eigentlich voll normal bequem aus, aber pff, der sieht halt auch, der ist tot. Wir haben ihn schon so oft gesehen, Bro. Retire diesen Mihara. Also ich hatte noch ein paar und ich habe die für 6-5 Scheine habe ich die geholt hier in Deutschland und für die hier habe ich 200 Euro gezahlt in Japan. Ja, 200. Japan. Jetzt kommt's. Eine Needles Tracky. In lila. Richtig nice. Das war's mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst
Danke Daniel für den großen langen Text. Ich habe kurz überflogen. Danke dir. Ein Like und lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr am freshesten fandet. Ich hoffe, ihr schreibt jetzt nicht nur in die Kommentare, oh mein Gott, wie kann man so viel Geld für Klamotten ausgeben? Ja, ich weiß, ich habe es auch gecheckt. Dieses ganze Fashion. Reagier auf den Lamusi-Album.